Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Talkmaker. Schön, dass ihr zur vierten Rauhnachtslesung eingeschaltet habt. Die vierte Rauhnacht ist mit dem Monat April verbunden. Und der April selber, der steht für die Hauptthemen Kraft und Selbstbewusstsein. Ne? Weil im April fängt das an, dass die Pflanzen quasi ihre Kraft aus den kleinen Wurzelchen ziehen und sich tatsächlich weiterentwickeln. Na, also das geht sehr um dieses Nicht-Entwicklung im eigentlichen Sinne, sondern mehr so die Kraft, die es braucht, um diese ganzen Entwicklungsschübe zu machen. Das ist eher so der Fokus. Ne? Und eben halt auch sich zeigen, sich durchsetzen. So, das fängt schon so ein bisschen März an, ne? Bei einigen Regionen auch im Februar. Das sind so die symbolischen, wir brechen durch die Schneedecke durch. Da steckt das auch so ein bisschen dieses sich durchsetzen, sich behaupten mit drin. Aber diese Vollendung von Kraft, ne, und den damit verbundenen Selbstbewusstsein, das ist tatsächlich April. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, was denn da so als Themen drin stecken, stellen wir sehr, sehr, sehr schnell fest, dass wir schnell über das Thema Stolz stolpern. Stolz ist in unserer Kultur sehr oft gleichgesetzt mit Hochmut. Stolz ist aber nicht das Gleiche. Stolz ist einfach nur der Umstand, dass du genau weißt, wer du bist, dass du dazu stehen kannst und dass du auch darüber reden kannst, ohne dass du zum Beispiel dich über andere erheben musst. Stolz ist nicht gleichzusetzen mit Eitelkeit, mit Arroganz, ne? Mit Hochmut. Das sind Varianten vom falschen Stolz, wie man so schön ursprünglich einst sagte. Insofern werden wir uns heute, ihr merkt schon, es geht schon sehr in diese Richtung, weil das ist eigentlich ein sehr knackiges Thema. Die Frage, kann ich wirklich stolz auf mich sein? Und wenn ja, auf was bin ich denn bei mir stolz? Viele unterteilen sich dann. Die sagen, okay, ich kann auf einen Teil auch von mir stolz sein. Das ist so der erste Teil von ich nehme mich an. Weil hinter diesem ich bin stolz auf mich selbst, ne, da steckt auch eine bestimmte Haltung von Selbstakzeptanz und Selbstannahme hinter. Deswegen ist diese Fragestellung rund um das Thema, worauf ich bin ich denn eigentlich stolz, schon ziemlich wichtig für uns Menschen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns heute damit auseinandersetzen, wo darfst du selbstbewusster und stolz auf dich sein? Lass uns starten. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 1 selbstbewusster und stolz sein darf. Da bist du. Universum, zeig uns bitte, wo. Guck mal, die fliegen alle. Geht direkt los hier. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 3 auf sich mehr stolz sein darf und ins Selbstbewusstsein kommen darf. Die kommt raus. Gut. Mal gucken. Boah, ihr habt hier den Jupiter sogar. Und hier habt ihr den Saturn. So, meine Lieben, wir machen das so, wie wir das sonst auch immer machen. Es funktioniert hier tatsächlich nach dem Pick-a-File-Prinzip. Das heißt, ihr geht in Resonanz und guckt, welche Karte euch am stärksten anspricht, welcher Stern euch am stärksten anspricht. Guckt dann einmal unten kurz in die Infobox rein, bei den jeweiligen Kapiteln vorbei. Und ja, dann sehen wir uns dort in den jeweiligen Readings wieder. Bis gleich. Hallo ihr Lieben von Deck Nummer 1, ihr habt euch für diesen grünen Aragonit entschieden. Ich stelle euch den einmal scharf, so, da könnt ihr ihn besser sehen. Da seht ihr auch so richtig diese leicht braunen Bänder in diesem grünen Material. Aragonite wirken, wenn ihr so euch mit Energie und Arbeit auseinandersetzt, insbesondere mit dem Chakrensystem,
die wirken energieausgleichend. Ne? Und der grüne Aragonit, der die Besonderheit, da geht es ganz intensiv darum, nicht im eigentlichen Sinne Akzeptanz, sondern da geht es mehr darum, eigene Fähigkeiten sinnvoll zu nutzen. Ne? Und mit denen einen noch besseren Umgang zu haben, und zwar im Kontext mit dem Energiehaushalt. Also das ist ein sehr spezielles Thema, ist aber tatsächlich interessant, wenn so zum Beispiel schnelles Auslaugen zum Beispiel zu entdecken. Ne? Weil wir haben so ein paar Energiefresser im Alltag, wo uns das oftmals gar nicht bewusst ist, was wir da eigentlich wirklich machen. Und die Zusammenarbeit mit solchen Steinen, ne? Insbesondere wenn man da so meditativ reingeht und guckt, was mache ich denn da wirklich, das kann tatsächlich dann eine ganz spannende Unterstützung werden. Lohnt sich einmal anzugucken. So, ihr habt den Jupiter hier. Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, weil ihr habt ja noch eine zweite Karte und ihr habt das Eisen dazu. Das heißt, ihr habt hier so dieses erfolgreich sein, Glück annehmen. Erfolg meistens so, wenn es tatsächlich um Projekte geht, um Verwirklichung dieser Projekte. Das hat schon sehr, sehr viel auch mit Fülle zu tun, ne? Aber nicht nur, ne? Erfolg oder siegreich sein, wie man so schön sagt, Siege im Leben, die können auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Ne? Für den einen, der bezieht das sehr auf die materielle Welt und sagt, okay, gut, ne, das ist eindeutig hier beruflicher Erfolg. Für den nächsten ist es gerade, weil wir hier nämlich das Eisen mit dabei haben, ne? Eisen ist unglaublich beständig, lässt sich ganz schlecht verbiegen. So, und das ist auch, wenn wir zum Beispiel einschmelzen, haben wir zwar Schlacken, aber wir haben trotzdem im Vergleich zu anderen Metallen relativ wenig Verlust, könnte man sagen. Ne? Also Eisen ist auch in der Hitze sehr, sehr, sehr belastbar. So, das Spannende ist, wenn wir uns das hier so angucken, hier geht es um Belastbarkeit, Belastungen auch aushalten können. Das geht schon zu einer bestimmten Richtung. Man könnte auch sagen, hier geht es vielleicht um das Thema, es erfolgreich, also als Erfolg zu betrachten, Belastungen entgegentreten zu können, dem standhalten zu können. Ne? So. Wir gucken gleich mal weiter rein, was es sich genau handelt. Das ist aber nur so ein kleiner Hinweis schon darauf, Jupiter-Energie muss nicht zwangsläufig tatsächlich nur an monetäre Mittel gebunden sein. Das ist eine Illusion. Jupiter-Energie würde auch bedeuten, wenn du zum Beispiel ganz simpel eine Krankheit hast, ne? Du bist irgendwie erkrankt und du findest so für dich Stück für Stück, während du so auf deiner Reise bist, sozusagen der Heilung, einzelne Elemente, die dich tatsächlich dabei unterstützen, gesund zu werden. Und irgendwann erlebst du diesen Gesundungszustand. Auch das wäre ein Erfolg, ne? Du hast sozusagen Unterstützung dabei gekriegt, wieder in die Fülle, in das Leben zurückfinden zu können. Also da wäre auch so mitunter nicht nur Jupiter, das ist noch eine andere Energie mit dabei, aber das kann es halt auch bedeuten. Das sind die Facetten, die wir da haben. So, lass uns mal weiter gucken. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 1 selbstbewusster sein darf und stolz auf sich sein sollte. Du hast, manchmal ist die beste Entscheidung gar keine Entscheidung. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 1, du bist die Motte, mehr selbstbewusster sein darf und stolz auf sich sein darf. Gaia, Motte und Maus. Okay. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 1 selbstbewusster und stolz auf sich sein darf. Exakt in einer letzten ergänzenden Karte. Mal gucken. Du hast die Trommel. Gut. Ich hoffe, ich lege das jetzt auch so, dass es... Oh nee, ist natürlich wieder schief. Entschuldigt. So. Na, das ist der... Ich muss immer dafür hochgucken. Wenn ich auf den Tisch gucke, dann sehe ich das wieder nicht. Das tut mir leid. So. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung für das ausliegende Orakelblatt und eine Botschaft genau zu erfassen. Mhm.
Okay. Das ist schon sehr speziell. So. Ich habe noch drei letzte Karten. Diese beiden kommen eigentlich zusammen. Ne? Ich würde sie normalerweise hier hinpacken, dann seht ihr sie aber sehr schlecht. Deswegen zeige ich sie euch erstmal hier. Ihr habt nämlich den König der Schwerter hier liegen und die Sechs der Schwerter. So, und als Zusatzkarte habt ihr den Hierophanten. Also, meine Lieben, was ihr da geschafft habt, wo ihr richtig, richtig stolz drauf sein dürft, ne, euch mal auf die Schulter klopfen, das ist tatsächlich, das wird mit Sicherheit in der einen oder anderen Variante noch für den einen oder anderen mehr mit dem Thema Fülle zu tun haben. Aber es geht hier vor allem um Widerstandskraft und Beständigkeit. Man könnte sagen, der Eisen ist hier so ein bisschen wie der Vertreter für die Resilienz. So, und wir haben zwar hier die Bedeutung, du musst gar keine Entscheidung treffen. Du hast eine Entscheidung in der Vergangenheit getragen. Ne? Und hier geht es vor allem mit dieser Symbolik des Ausgleiches. Ne? Hier geht es um die innere Balance. Und ihr habt da einen riesen Schritt gemacht. Ne? Ihr hattet da Glaubenssätze in euch drin. Oder ihr seid in einer sehr, sehr festen, normierten Struktur herangewachsen, die sehr viel Begrenzung mit euch mitgebracht hat. So, und ihr habt das zum Teil hinter euch gelassen. Ihr habt nämlich hier hinten den Teufel liegen mit den Sieben der Schwertern und den Zwei der Kelchen. So, und das würde eigentlich heißen, ihr wart in irgendeiner Form in einer Bindung. Das kann bei einigen von euch eine Partnerschaft sein, das kann für den anderen tatsächlich eine Eltern-Kind-Beziehung sein, eine Freundschaft. Vielleicht sogar eine Beziehung, die auf einer beruflichen Ebene ist. Das Wichtigste an diesem Bereich ist eigentlich für euch, dass sich diese Beziehung durch eine sehr, sehr intensive, fast schon seelische Verbindung kennzeichnet. Ne? Die Zwei der Kelche meinen wir eigentlich immer Zwillingsseelen oder irgendwie den Seelenverwandten mit, wo wir uns nicht nur auf einer rein physischen Ebene verbunden fühlen, sondern da merken wir deutlich, da ist mehr eine Verbindung. So. Und da gab es Elemente, die für euch nicht gesund waren. Deswegen liegt der Teufel hier. Ne, da gab es Dinge, wo mit euch gespielt worden ist, vielleicht sogar in Form von Manipulation. Und auf jeden Fall sind Ängste bei euch entstanden. Ne? Ihr habt eine Art Überperfektionismus entwickelt und dadurch eben halt auch eine Form von, ich muss auf alles achten, ich habe eine innere Unruhe sogar dadurch. Hier ist die Motte. Ne? Die Motte wird angetrieben von so einer Art Unruhe. Und dann kann sie sich schlecht auf irgendetwas fokussieren und wirklich das mal zu Ende bringen. Deswegen wechselt die Motte mitunter halt auch in dieser Kombi. Ne? Das sind so zwei Energien, die zusammenarbeiten, die sich so ein bisschen hochschaukeln können. Wo dann die Motte sozusagen als Energie mit reinbringt, dass du in deinem Verhalten dich schlecht auf irgendetwas entweder konzentrieren oder festlegen kannst. Ne? Und das wirkt dann für den äußeren Betrachter so nach dem Motto, ja, der oder diejenige, der macht halt nie was Konkretes, der bringt halt nie was zu Ende. Aber das liegt halt auch an dieser Art von Bindung. Die hat sehr, sehr viel bei euch an Unsicherheit verursacht. Und da, das hängt mit eurem Selbstwert zusammen. So, das hat so ein bisschen so dieses auch, das arbeitet mit eurer eigenen Wertschätzung, mit eurem Selbstwert. Ne? Wir erinnern uns, wir haben auch den Hierophanten hier liegen gehabt. Da geht es tatsächlich um Glaubenssätze in dem Kontext auch. Und das hat aber auch so ein bisschen diesen Touch von deinem jetzigen Situation, Blickwinkel so nach dem Motto, warum habe ich denn noch nicht so viel jetzt Neueres gekriegt? Ne? Das ist so ein bisschen so diese Sehnsucht, die hier auch mit drin steckt, nach mehr. So. Und das, was hier eigentlich so drin steht, wo ihr mehr stolz darauf sein dürft, ne? Wie ihr habt ganz grundsätzlich mit extrem vielen Dingen aufgeräumt. Ihr habt ganz, ganz hart an eurer inneren Balance gearbeitet. Man könnte sagen, ihr seid jetzt so erst so wirklich bei euch, langsam, aber sicher. So, ne? Und ihr habt, die Trommel ist ein Instrument, das wir auf verschiedene Art und Weise nutzen können. Da geht es sehr viel um zum Beispiel Beschwörung von Energie. Es ist aber auch das Instrument, das wir nutzen, um in Trance zu geraten. Ne? Der Takt der Trommel verhilft einem, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast und es ein paar Mal tatsächlich auch geübt hast, in Meditation zu gelangen. Ne? Und wir erinnern uns, es gibt ja auch dieses berühmt-berüchtigte schamanische Traumreisen.
oder meditatives Reisen, das steht in ganz direktem Zusammenhang mit der Trommel. Wenn wir das also in dieser Konstellation hier liegen haben, dann spricht das eigentlich davon als Zentrum, dass du unglaublich viel innere Arbeit erledigt hast in den letzten Monaten und Jahren und dass du dich Stück für Stück aus ungesunden Bindungen, die fast schon seelischer, ne, auf metaphysisch-seelischer Ebene stattgefunden haben, dass du dich da rausgezogen hast. Und auch wenn du jetzt so das Gefühl hast, Mann, wo geht's denn jetzt endlich los? Ich habe das so viel geleistet. Das ist auch eine Form von schätze erstmal, was du hier geschafft hast. Wir gucken gleich mal rein, warum es dann nicht weitergeht. Aber das, was du hier auch siehst, hier gerade mit dem König der Schwerter noch dazu, da geht es auch um dieses sei fair zu dir und versuch jetzt nicht, nur weil du dich mit anderen vergleichst, ne, das spricht nämlich auch diese Karte davon, dass du dein Leben und oder besser gesagt der Ist-Stand deines Lebens nicht wirklich fair mit anderen in einen Kontext bringst, sondern sozusagen dich vergleichst und dabei total vergisst, was du hier als eine Riesenarbeit hinter dir hattest. So, weil du hast ganz, ganz viel dafür innere, also Energie und Kraft aufwenden müssen, um das zu bereinigen. Und das ist etwas, was man im Außen natürlich nicht sehen kann, weil das in dir drin ist. So, und wie wir hier schon sehen mit den Sechser Schwertern, du bist dabei sozusagen auf das andere Ufer überzusetzen. Also du bist noch nicht ganz angekommen. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Da können wir gleich nochmal reingucken, warum das so ist. Aber das ist so das Grundsätzliche. Du hast ganz viel in dir aufgelöst, regelrecht. Du hast den Geier hier. Das ist richtig Verarbeiten von richtig, richtig heftigen, ganz, ganz dunklen Emotionen, von ganz furchtbaren kann auch, der Geier steht so ein bisschen, so dieses Müll wird bereinigt, Energie. Ne, das kann alles Mögliche bedeuten für dich. Ne, das, da geht es hier nicht weiter rein, ins Individuelle rein, wie das zu sehen ist. Aber normalerweise ist es so, wenn der Geier kommt, ist so ein Zeichen, dass das wirklich ganz, ganz heftige, schwierige Themen waren, gerade weil wir auch den Teufel hier drin haben. So, und gerade wenn sich in so einer Kombination noch so eine Art Mechanismus hier zeigt, wie Unsicherheit oder Kontrolle, ne? Dann ist eigentlich klar, dass hier schon vorher ganz, ganz heftige Themen gewesen sein müssen. Also, du hast, ich wiederhole nochmal, ganz viel geleistet in den letzten Monaten und Jahren und darauf darfst du erst einmal stolz sein und innehalten. Ne? Nicht direkt weiter rushen wollen, sondern wirklich erstmal Atempause, weil du verbrauchst auch dabei Kraft. Wie gesagt, wir gucken jetzt gleich nochmal ins Tarot rein. So, warum du das Gefühl hast, so dieses, na, ich warte jetzt eigentlich auf den eigentlichen Erfolg. Gucken wir nochmal rein, was da noch an Rat dazu kommt. Spirit Guides von Deck Nummer 1, zeig uns bitte mal Rat noch zu den Federkelchen und dem Gefühl, noch nicht weiterzugehen. Du hast die vier der Münzen, du hast die Welt, okay. Also das, was du, ich ziehe noch eine nach, ja. Also es geht halt wirklich darum, nach dieser harten, anstrengenden Zeit, wo du so viel auch hinter dir gelassen hast, dass du deine Erfolge wirklich wahrnimmst, ne? Weil deine Erfolge sind noch nicht auf dieser äußeren Ebene zu sehen. Das fängt erst noch an. Du hast manchmal noch so ein bisschen dieses Problem, wie gesagt, durch diese Betrachtungsweise, dass du deine Stärke so ein bisschen dadurch minderst, ne? Wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was noch nicht da ist, anstatt auf das, was schon da ist, dann machen wir uns im Blickwinkel klein. Dann machen wir uns auch kleiner in unseren Dingen, die wir geleistet haben, als wir wirklich geleistet haben. Ne? Das ist so eine kleine Falle noch. Aber das ist wie so ein kleiner Restbleibsel. So, das hat noch viel damit zu tun, mit dem, was vorher gelaufen ist, was du da aufgelöst hast. Ne? Wir haben die Welt hier liegen. Da tappst du noch manchmal hin zurück. So, für dich ist es wichtig, jetzt ganz viel im Sinne der
Federmünzen zu handeln, wirklich deine Energie bei dir behalten, dich gut versorgen, durchaus auch wirklich schützen. Ne? Entschuldigt, da musste ich doch noch mal ein bisschen husten. Also hier geht es wirklich für dich noch mal, das ist noch nicht ganz so von wegen der Erholungsphase im eigentlichen Sinne, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung noch. Ne? Also im Grunde genommen braucht dein ganzes System, ne? Dein ganzes System Körper, Geist, Seele insgesamt noch so eine Phase, wo es sozusagen seine Ressourcen für sich behalten darf. Das sammelt sich sozusagen. Du bist in einer Regenerationsphase. Du bist noch nicht in der Hey, ready, ich kann loslegen Phase. Auch wenn du das vielleicht von deinem Mindset her annimmst. Sondern du bist noch immer in der Phase, es geht dir besser, arbeite an dem, dass es dir besser weiterhin geht. Konzentriere dich auf das, weil das ist die Basis für alles Weitere. Ne? Und deswegen hast du hier auch die Waage liegen, die so ganz grundsätzlich ja sagt, keine Entscheidung ist auch eine gute Entscheidung. Ne? Du musst jetzt nicht vorangehen. Der einzige eigentliche Trick, ne, auch das witzig, dass das hier über den Teufel zum Liegen gekommen ist, pass mit dieser Illusion auf, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. Andere Menschen haben nicht dein Lernthema. Andere Menschen haben auch nicht deine Lerngeschichte und erst recht nicht die gleichen Hürden. Ja? Bleib bei dir, betrachte, was du geleistet hast im Laufe deines Lebens und erkenne das auch an, weil das ist auch Stolz. Ne? Stolz auf sich sein bedeutet, anzuerkennen, was du getan hast und für was du eigentlich stehst. Und so wie das hier aussieht, hast du eine ziemliche Herausforderung hinter dir gebracht. So, ne? Das ist etwas, was ganz grundsätzlich abgeschlossen wird und wurde. Und wo es jetzt sozusagen um diese Nachwinke, diese letzten, das letzte Auf- und Abarbeiten in diesem Kontext. Ne? Das ist so das, weshalb es noch so ein bisschen zäh ist. Genau. Lass uns nochmal gucken, ob da nochmal ergänzend was zukommt. Die nehmen uns nochmal wieder auf. Universum, zeig uns bitte nochmal. Ja, das ist das endgültige hinter dir lassen. Ne, mit den 8er Kelche. So. Wie gesagt, du hast da noch so diesen Mini-Rest, ne, mit diesem Selbstwert, dieses Gekoppelte, was wir schon besprochen haben. Und in dem Moment, wo du das schaffst, dauerhaft hinter dir zu lassen, ne, da gehst du dann auch wirklich, kommst du ans andere Ufer an. So, und dann sieht das, wonach du dich aussiehst, wo du auch hinstrebst, nochmal ganz anders aus, weil du auch eine andere Basis hast. Du hast eine andere Grundenergie, du hast eine andere Kraft, auf dein Ziel eigentlich losgehen zu können. So bist du mit deiner Kraft noch ein bisschen geteilt, noch ein bisschen gemindert. Das ist halt auch der andere Punkt. So, meine Lieben, kurz und bündig die Lesung für heute, für euch einmal. Wenn euch das geholfen hat, mit Daumen hoch einmal antworten, habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wir wollen in die Box rein. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer 2. Du hast dich für den goldenen Quarz entschieden. Ich mache ihn euch einmal scharf, dass ihr ihn richtig sehen könnt. So, und wie ihr seht, der irisiert fast genauso stark wie Permut, ist allerdings vom Mineral her dem Selenit sehr ähnlich. So, und das ist ein relativ neu genutzter Kraftstein, könnte man sagen. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, was das Besondere an diesem Steinchen ist. Der Selenit, wissen wir ja, ist dem Mond geweiht. Ne? Das ist ein klassischer Ladungsstein. Das hier ist ein Stein, den man traditionell beim Bau von Heiligenstatuen und Heiligenbildern benutzt hat, weil das tatsächlich richtig goldgelb ist und das Licht dadurch auch viel stärker golden reflektiert wird. Das heißt, ne, einige von euch denken sich das schon, die Corona, die auf diesen Bildern dargestellt worden sind, einschließlich Statuen, ne? Die sind richtig wie kleine, ist ausgeschnitten worden, dünne Scheibchen davon und eingelagert worden. Das sind Intarsien, wie man so schön sagt. Und weil das so extrem eng mit der Corona-Darstellung dieser Heiligen, ne? Also dieses göttliche, heilende Licht, verbunden ist, ist das ein Stein, der in der Neuzeit für moderne Energiearbeit
zunimmt und an Bedeutung gewinnt. Und ich ehrlich gesagt, ich habe ja relativ wenig mit der klassischen Energiearbeit zu tun. Jedenfalls nicht, wenn es mit Klienten geht. Ehrlich gesagt, mir ist der Stein entgegengeburzelt. Ich fand den total cool. Ich hätte es sowieso mir auch wahrscheinlich nicht so richtig daraus rausgesucht, aber ich fand es halt unglaublich witzig, dass es ausgerechnet einer Göttin geweiht sein soll, ne? Weil es tatsächlich als Marienstein sozusagen dargestellt worden ist. Und ich fand den Namen einfach nur so cool, so, weil es mich doch ganz stark so an das Prinzip die Göttin im neuen Gewand erinnert hat. So, und die Veränderung der äußeren Bilder. Und trotzdem bleibt da diese heilige Kraft drin. So, apropos heilende und heilige Kraft. Ihr habt den Atem hier, ne? Pneuma. Der Atem, richtiger, tiefer Atem, hat eine ganz andere Energie. Und diese Karte bezieht sich darauf, dass etwas energetisiert wird, dass man Luft bekommt, ne? Sozusagen. Oder dass man aufatmen kann, dass da etwas an Zugewinn kommt, an positiver Kraft. Ne, ihr merkt das ja, wenn ihr jetzt so mal euch aufrichtet und ganz tief mal versucht, nicht in den oberen Brustbereich reinzuatmen, sondern mal einen ganz tiefen Atemzug in den unteren Bauch reinmacht, dann merkt ihr, eure Lunge fühlt sich viel tiefer mit der Luft. Ne, und wir alle wissen, der Sauerstoff, der in der Luft gebunden ist, ist extrem wichtig für unseren Körper. Wir sind Lebewesen, die darauf angewiesen sind, rein physisch. Und etwas Ähnliches passiert aber auch auf der energetischen Ebene. Und das ist tatsächlich ein spannendes Experiment, sich einfach nur mal bewusst damit zu befassen, wie ist denn für mich mein Gesamtbild meines Körpers. Ne? Wir haben ja alle ein Gefühl für unseren Körper, wenn wir so ein bisschen stiller werden und so ein bisschen uns reinspüren, uns nicht so damit beschäftigen, wo unsere Gedanken hinflitzen wollen, sondern wirklich bei uns dann sind. Und dann einfach nur uns hinsetzen, mal tief atmen, wo wir da sind. Und vielleicht dann einfach aufgehen, unserem Tagesgeschäft nachgehen, dann vielleicht irgendwo dann im späteren Verlauf nochmal in den Garten, in den Wald, wo auch immer hin, wo dann Natur ist und mal vergleichen. Könnt ihr auch gerne vergleichen mit, ich mache das einfach mal, wenn wir zum Beispiel in den nächsten Tagen, haben wir viele, viele, viele Gelegenheiten, Freunde, Familie und liebenswerte Menschen zu treffen. Guckt doch mal, was macht das mit eurem Körper? Was macht dieser Atem da? Das ist ein total spannendes Erlebnis. Das ist auch wieder sehr, sehr sinnlich. Ne? Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Sinneswahrnehmung. Das nur als kleine Übung zur Achtsamkeit und Bewusstseinsförderung. So, lasst uns weitermachen. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 2 selbstbewusster und stolz auf sich sein darf. Es ist einerseits das hier, aber da war noch eine andere Karte. Ja, die hier. Okay, danke schön. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 2 selbstbewusster und stolz auf sich sein darf. Da kommen auch zwei Karten zu als Spiegel. Schön. Universum, no, da fliegt's. Ich glaube, wir sortieren schon mal. Nee, das ist so gut. Die möchte dazu. Zeig uns eine weitere Ergänzung. Und die. Gut. Also. Okay. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Orakelblatt. Das
erster Stäbe dazu die 9 der Kelche. Ist das wirklich eine? Nee, sind zwei. Ha! Na! Der Ritter der Münzen dazu. Da geht es um Wunscherfüllung. Die Sonne. Und der Magier. Kommt aber noch ein. Und der König der Stäbe. So, dann schieben wir die auch mal so ein bisschen hoch. So, könnt ihr die ein bisschen besser sehen? Gut. Also, wir haben jetzt mehrere Dinge drin, ne? Du bist quasi schon beim nächsten Verwirklichen. Ne? Du hast da ein Ziel, sehen wir auch hier. Hier ist Wunschverwirklichung, das Oberthema. Du hast hier den Ritter der Münzen und den Asterstäbe. Also du hast eine brillante Idee. Du bist da auch konstant dran, das umzusetzen. Und das ist wirklich ein Herzensthema. So. Um das umzusetzen, hast du aber auch im Vorfeld ganz viel geleistet. Entweder hast du direkt oder indirekt einige alte, ich würde sagen, weibliche Rollenbilder. Das hat auch was mit dem Verständnis von was man oder was an dich an Erwartungen herangetragen worden ist. Damit hast du gebrochen. So, und hast entweder ist das ein Teil deiner Kraftquelle oder du hast deine anderen Kraftquellen dadurch, dass du gebrochen hast, wieder reaktiviert und entdeckt. Ne? Eins von beiden ist das. Was wir hier aber auch sehen, ne? Du bist unglaublich positiv energiegeladen eigentlich, wenn es um dieses Projekt geht. So, und das erschaffst du sozusagen aus dir heraus. Sondern du bist da regelrecht ein Visionär, was diesen Herzenswunsch angeht. Und das hat eine unglaublich positive Kraft an und für sich. So, ne? Das ist wirklich eine mega positive Energie. Spannend ist, dass du zwei Lehrerkarten hier vorne hast. Du hast nämlich den Fuchs, der entweder ein sehr, sehr guter und kluger Händler ist oder ein exzellenter Lehrer. Und die Kobra, die sowohl Lehrerin als auch Schülerin ist. So, also du betrachtest all diese Dinge, die dir so im Leben geschehen sind, als Lektionen auf deiner Reise. Ne? Also das ist so dieses Grundsätzliche und das energetisiert dich. Ne? Also mit jedem Ding, was du aufgelöst hast, bekommst du letzten Endes mehr Kraft und gehst immer mehr in den Bereich rein, der dir auch Kraft verleiht. Was wir hier sehen, was Kernthemen sind, ne? Die sind schön gespiegelt. Ich gehe da auch gleich drauf ein. Spannend ist sowieso, fällt mir gerade auf, du hast den Jäger und den Pfeil. Ne? Bogen und Pfeil sind zusammen. Das ist sehr cool. Gehen wir gleich drauf ein. Du hast hier mit der Energie, höre auf zu versuchen, es allen recht zu machen. Jeder ist eine ganze Menge Leute. Schütze deine Energie. Da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte zu. Manchmal ist das so, gerade wenn wir Menschen sind, die ein gutes Gefühl dafür haben, was die Gruppe braucht, ne, beziehungsweise wir nehmen wahr, was die Gruppe sich wünscht. Es lohnt sich manchmal, weil man in so einem rotierenden Karussell drin ist, ne, und merkt, ich bin eigentlich ganz schön alle, dass man mal innehält. Deswegen passt das nämlich so gut hierzu, weil du gleichzeitig die Zuhörkarte hast, wo es darum geht, Menschen beginnen zu heilen, wenn sie es anfangen, sich selbst so zu hören. Es lohnt sich in solchen Momenten, wo du nur am Rotieren bist, einmal innezuhalten und dich so ein bisschen frei davon zu machen. Ne, das ist der wichtige Punkt. Da ist vielleicht die Atemübung gar nicht mal so schlecht mit mal zu kombinieren. In dem Moment dich einmal frei machen von den Sinneseindrücken, die du hast. Ne, bezüglich der Gruppe und dem, was du da noch zu tun hast. Und dann guckst du mal bitte rein, ob das eigentlich notwendig ist, was du vorhattest. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, das ist eine Form von Realitätsabgleich, wovon wir gerade sprechen. Da hörst du einmal in deine Realität rein mit, wie geht es in meinem Energielevel? Und gleichzeitig dem, was braucht denn die Gruppe wirklich und was hat sie bereits bekommen? Ne, ist das vielleicht auch unverhältnismäßig, was da gefordert wird? So, das haben wir ja auch. Dass wir gerade, wenn wir gut merken können, was so Menschen sich wünschen, ne? Ein Wunsch entspricht nicht unbedingt dem, was derjenige auch unbedingt braucht.
das muss man manchmal, deswegen ist so dieses Entkoppeln von Emotionen manchmal gar nicht so schlecht. Entkoppeln meint aber nicht, Emotionen zu negieren oder zu ignorieren. Das auf jeden Fall nicht. Das wird nur einfach der, wie soll ich sagen, der Wirkmechanismus, dass eine Emotion, die ich kontrollieren kann, durch das Entkoppeln abgebremst und ausgehebelt. Das ist das Wichtige bei dieser Technik. So, gehen wir mal hier drauf ein. Du hast einen Jäger. Da geht es wirklich darum, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, ne? Dich auch mit deinen Ängsten zu befassen. Du hast die Tigerin hier, das hast du bereits gemacht. Also mit den Ängsten auf jeden Fall, Bedürfnisse vielleicht noch nicht ganz. Ne? Da versprechen diese beiden Karten, dass du noch so deine Bedürfnisse übergehst ab und zu, aber auf versteckten Level. Also das ist nicht das Offensichtliche, sondern eher dieses Versteckte. Du hast das schon, ne? Die anderen beiden Karten sprechen nicht dafür, dass du dich sehr, sehr weit schon entwickelt hast. So. Du hast den Pfeil hier. Das kann sein, dass du sozusagen deine Energie auch ein bisschen mehr schützen musst. Oder dass du dann das konkreter deine Ziele formulierst. Ne? Dass das so ein bisschen noch eine Stellschraube ist. Wir gucken da gleich mal rein, was hier als Ergänzung zukommt. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung zum Fall, um die Botschaft von Deck Nummer 2 genau zu erfassen. Ja, also du wirst langwierig weiterarbeiten. Langwierig? Gucken. Sehr lange. Und sehr viel Energie auch dafür aufwenden müssen. Dass du deine Energie schützen sollst, das hängt so ein bisschen auch hier mit diesem Langzeitprojekt zusammen. Weil das wirklich von der Pike an von dir aufgebaut wird. Und das braucht einfach unglaublich viel Zeit. Ne? Weil das, was du dabei erschaffst, um mal dieses Sinnbildchen mit aufzugreifen, wenn wir jetzt nur auf der waagerechten Linie gucken würden, dann würden wir nur ein, zwei Münzen sehen. Sehen wir jetzt in der Diagonalen, sehen wir aber, was der Ritter wirklich geleistet hat. Nämlich der hat diese ganzen kleinen Dinge, die nötig sind, um dieses Herzensprojekt in die Wirklichkeit bringen zu können, die hat er selber aufgebaut. Und das kostet Kraft. Das kostet unglaublich viel Kraft. So, also muss man auch lernen, gerade wenn man so etwas macht, ja, dass solche Dinge nicht von jetzt auf gleich da sind, sondern dass die wirklich Zeit brauchen. So, und dann darf man auch, weil das nämlich anstrengend ist, achtsamer damit werden, wohin man seine Kraft weggibt. Weil was nicht funktioniert, ist in dieser anstrengende Prozess und dann noch x-beliebige andere anstrengende Prozesse. Da muss man so ein bisschen gucken, was passt jetzt wirklich, was ist wirklich notwendig, was kann delegiert werden, was kann nicht delegiert werden. Ne, wo muss man klarere Absprachen machen? Gerade so Schnittstelle, Beruf, Familie spielt da eine große Rolle. Ne, wir neigen dazu, zum Beispiel im familiären Kontext genauso stark leisten zu wollen wie im beruflichen, was ja auch ab und zu per se ja sinnvoll ist. Aber man auch dazu neigt, dann zum Beispiel Aufgaben nicht abzugeben und die dann zum Beispiel nicht nötig werden. Ne? Dann hat man so Energiefresser sich eingebaut. So. Das ist so ja, das Wichtigste. Gucken wir nochmal, ob da noch eine Ergänzung mit noch reinkommt. Schon sehr direkt gerade ist. So. Zeig uns das nochmal. Ja. Also du hast dich ganz viel selbst behauptet und ganz viel transformiert und gerade auf der emotionalen Ebene, ne, dass du unglaublich viel gearbeitet hast, ganz viel aus dem Verborgenen, was so ganz nicht von außen sichtbar war, sondern wirklich aus der Tiefe von dir rausgeholt, so, und hast da unglaublich viel Arbeit geleistet. Also das ist etwas, wo du, die für dich wichtig ist, gerade weil so dieser Eindruck ist von wegen, oh, ich komme ja ein bisschen langsam, ne? Oder auch dieses, dass du noch mit deiner Energie so ein bisschen verschwenderischer umgehst, ne? Um es so vereinfacht auszudrücken. Das sind alles Dinge, die entstehen halt auch, weil du das unbewusst machst. So, und bei dir geht es wirklich mehr darum, um Bewusstsein schaffen, bewusst wahrnehmen, was du hier schon alles herausgefunden hast und das einfach weiter anwenden. Ne? Bei dir ist ganz viel dieses
Schutzenergie, also bewusst schützende, heilige Energie in dein Leben ziehen, wichtig, damit du das hier verwirklichen kannst auf Dauer. Ne? Das ist so das, was da einfach eine wichtige Rolle spielt. So, meine Lieben, das war schon die Lesung von mir für euch. Wenn euch das geholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, gehen wir unten in die Box rein. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen Regenbogen-Kalzit entschieden. Ich sage ihn euch mal wieder in klarer. Genau. So, und wie ihr da seht, da sind wunderschöne kleine einzelne Bänderchen drin. Sowohl hier einmal hier oben in diesem braun-orange-Ton über den weißen bis hin zum pink-rosa Band. Das Lustige ist, bei diesen Regenbogen-Kalziten, Kalzite sind grundsätzlich eigentlich farblos. So, diese Farbbänder entstehen nur durch Einlagerung von verschiedenen Mineralien. So, und die Bedeutung der Kalzite orientiert sich an dem Farbspektrum. So, Regenbogen-Kalzite sind nie richtig Regenbogenfarben. Das ist eher dem gescholten, dass wir mehrere Farbvarianten in einem Stein zusammen haben. Das ist der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Namensgebung. Der Stein hier selber, der hat die weißen Aspekte bis hin ins Rosane. Da geht es um die Selbstliebe, die Akzeptanz, Toleranz, Klarheit. Und mit diesem Orangebraun auch eben halt Selbstbewusstsein. So, und dazu habt ihr Saturn. Ja, Saturn ist eine sehr ordnende Energie. Da geht es um Regeln, da geht es um Gesetze. Da geht es aber auch um Strukturen. Ne? Saturn ist auch eine Kraft, die durchaus Strukturen wegbrechen lässt. Also das Saturnische, das ist sehr auflösend in seiner Energie. Die ist ähnlich wie Pluto, aber nicht genau die gleiche Richtung, weil Saturn sich mehr tatsächlich mit den Regularien und den Systemen befasst. Also wenn wir mit Saturn zusammenarbeiten, das hat eigentlich immer etwas mit Strukturen zu tun. So, und die auflösenden Mechanismen, die Saturn auch an den Menschen ranbringt, wenn wir zum Beispiel mit Saturn-Energie arbeiten würden, dann geht es halt auch darum, zu gucken, welche Struktur zum Beispiel nicht mehr sinnvoll ist, ne? Oder wo die Strukturen nicht günstig für dich funktionieren. So, das ist so ein Beispiel, wenn man mit Saturn-Energie gut umgehen lernen kann. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 3 selbstbewusster und stolz auf sich sein darf. Die Schlange. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 3 selbstbewusster und stolz auf sich sein darf. Die kommen zusammen. Witzig, dass wir die hatten wir eben auch schon mal, aber die fallen mir so aus der Hand raus. Universum, zeig uns bitte, wo Deck Nummer 3 selbstbewusster und stolz auf sich sein darf. Doch die. Okay, gut. Danke. So, ihr habt den Wal dazu, die Seeschlange, Kolibri, Libelle und den Drachen. Okay. Dann nehmen wir uns direkt das Tarot gleich mit rein. Universum, zeig uns bitte für Deck Nummer 3 exakte Ergänzung, um deine Botschaft genau zu erfassen. Das ist das Ass der Münzen. Hier sind die 7 der Stäbe. Der Teufel. Haben wir noch? Die Platz haben wir so nicht mehr, aber es sind noch 2 Karten, die raus wollen. Die Sonne und das Ass der Stäbe. Oh, das ist eigentlich süß. Also, das Ass der Stäbe und die Sonne. Das Ass der Stäbe steht eigentlich für eine ganz starke Inspiration. Etwas Kreatives, etwas Ungewöhnliches, vielleicht sogar schon innovativ. So, und die Sonne, dieses Gefühl, sich davon auch treiben zu lassen, davon angezogen zu werden.
mit gepaart mit, dass man auch einfach weiß, dass das tatsächlich der richtige Weg ist. So. Also eigentlich, ne, wenn es hier so darum geht, selbstbewusster werden zu dürfen, dass hier so dieser Hinweis, du hast da was gefunden, folg dem. Da darfst du jetzt auch anfangen, richtig stolz drauf zu sein. So. Du hast hier die Waage mit. Manchmal ist die beste Entscheidung gar keine Entscheidung. Und du hast deine Energie mit Höhere auf, zu versuchen, es allen recht zu machen. Jeder ist eine ganze Menge Leute. Schütze deine Energie. So, jetzt haben wir hier die Kraftquellen liegen mit dem Kolibrin, wo es jetzt um soziale, aber auch spirituelle Kraftquellen geht. Hier geht es mit der Libelle um subjektive und objektive Wahrnehmung, könnte man sagen. Ne, da geht es auch um Dinge, die auf einer emotionalen Ebene entstehen und das Mindset zum Beispiel beeinflussen. Ne, bis hin zum Punkt, dass man es eine Selbstillusion gibt. Und du hast den Drachen daneben. Es ist eigentlich eine ganz spannende Energie, die wir hier haben. Weil die Libelle ist so die Frage nach dem Motto, nehme ich das richtig wahr oder ist das zu fantastisch? So, ne? Und der Drache ist ein ganz klares, jupp, du bist in deiner Kraft, du hast ganz viele Dinge über dich herausgefunden, du hast vielleicht sogar bestimmte Techniken erlernt und die Dinge, die du jetzt tust oder anfängst, und gerade weil du das Ass der Münzen hier liegen hast, ne? Das ist so ein ganz klares Zeichen, die drehen sich darum, deine Message, die du eigentlich hast, weshalb du hier bist, als Wille formuliert, hier umzusetzen in einem beruflichen oder ist doch ein berufliches, wirtschaftliches, irgendetwas, was du hier manifestieren willst, auf jeden Fall auf der physischen Ebene. Ne? Das ins Leben zu rufen. Das ist sozusagen diese Energie, dass dieser, die auch ganz klar ist, ne, hier nochmal bestätigt, auch wenn hier so eine Energie von so ein bisschen Zweifel, na, ist das richtig oder ist das so ein bisschen noch eine Fantasterei? Nein, ist es nicht, absolut nicht. Die dieses Gefühl von, ist eine Fantasterei, das stammt aus einer alten Verletzung als Kind. Na, du hast die Seeschlange neben hier oben liegen, deswegen sind so viele Karten hier gefallen. Die Seeschlange hier erzählt eigentlich von einer Verletzung in deiner früheren Kindheit. So, und die verursacht immer noch so ein bisschen dieses Gefühl von, ich vertraue mir nicht so richtig. Aber dadurch, dass du den Drachen hier liegen hast und auch ganz klar hier diese fantastischen Ausgangskarten hier als obendrauf noch hattest, du bist grundsätzlich tatsächlich gerade dabei, sozusagen im Sinne deines wahren Willens, also auch Wille, ne? Wille, der in deinem physischen Körper durch dein System im Körper auch produziert werden kann. Ne? Also da geht es um die Vereinigung von Aufgabe mit Wille in Kombination mit deinen Bedürfnissen. Also das ist tatsächlich eine sehr klare Energie eigentlich. Das ist eine ganz, ganz starke Power in Wirklichkeit. So, und die ist sehr authentisch, sehr rein. Ne? Also da ist nichts von wegen, dass da das, was wir so gerne nennen Ego, das ist eigentlich eine Übersteuerung des Egos, dass da irgendwas mit reinfließt oder dass du irgendwas sein willst, was du gar nicht bist. Nee, das bist du. Ne? Manchmal geht es vielleicht noch ein bisschen mit dir durch, aber das halt auch nur, wenn diese Verletzung getriggert wird. So, das, was du hier umsetzen willst, ist absolut deins. Ist absolut das, was dahin gehört. So, was dir noch ein bisschen schwieriger fällt, ne? Du hast den Teufel mit dem 7er Stäbe. Das ist so dieses Durchsetzen. So, gerade zum Thema Zweifel. So, und du darfst diese alte Haut, ne? Und du darfst auch alle Strukturgeschichten, die irgendwie mit dieser Verletzung zusammenhängen, insbesondere mit diesem Selbstzweifel, ne, die darfst du alle ad acta legen, endgültig. Oder hast sie bereits ad acta gelegt. So. Du hast den Wal noch hier liegen. Das ist gerade in dieser Kombination, ne, du bist jemand, der unglaublich weise durch seine Erfahrung geworden ist. So, und du darfst diese Weisheit auch anfangen, nicht nur für andere zu nutzen, sondern auch für dich. Ne? Du darfst dir die gleiche Weisheit selbst zuteil werden lassen und auch die Ruhe genießen. So. Hm.
Wir holen uns nochmal das Tarot mit dazu. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung der Dinge, die wir noch nicht erkannt haben. Das ist die 9 der Schwerter. Das ist die 3 der Münzen. Das ist die Tod. Okay. Darunter haben wir das Ass der Kelche, den Magier. Und hier haben wir 2 der Kelche und die Herrscherin. Sehr schön. So. Also. Du hast hier ganz viele negativ selbsterfüllende Prophezeiungen in deinem Leben gehabt. Du hast dann eine bestimmte Grundhaltung gehabt. Die kann manchmal auch noch so ein bisschen hochkommen. Aber das war in deiner Vergangenheit wesentlich stärker vorhanden. So. Neben der Tatsache, dass du es auch immer perfekt zu machen willst. Ne? Das ist so eine doppelte Kombination. Auf der einen Seite willst du, dass sozusagen allen immer gut geht. Ne? Dadurch machst du unbewusst dieses allen recht machen. Auf der anderen Seite gehst du von vornherein in vielen Situationen negativ rein. Insbesondere, wenn es um die berufliche Teamarbeit geht. Das hat so ein bisschen den Touch von, das wird sowieso nichts werden, es wird sowieso keiner auf mich hören, so, ne, irgendwas in der Art, oder es wird sowieso negativ verlaufen. Das hat sich aber grundsätzlich gewandelt. Ne, da ist eine ganz starke Wandlung drin. Du hast hier oben den Magier liegen und den Ass der Kelche. Und das Ass der Kelche. Das ist grundsätzlich. Hast du für dich verstanden, dass dein Verbundensein mit dir selber dich zu ganz anderen Möglichkeiten bringt? Ne, der Magier, der erschafft wie aus dem Nichts neue Dinge, neue Elemente. Also das geht es wirklich um Dinge kreieren und erschaffen, die es so vorher noch nicht gab. So, und hier hast du das Ass der Kelche liegen. Also das hat wirklich was mit deiner inneren Verbindung zu tun. Das hat auch was mit deiner Intuition zu tun. So, das ist etwas, was du mehr nutzen gelernt hast. So, wodurch grundsätzlich eine starke Transformation entstanden ist. So. Und das hatte wiederum natürlich auch starke Auswirkungen auf diesen Bereich hier. Was wir hier noch sehen, du hast die 2 der Kelche mit der Herrscherin. Dieses Thema der Selbstbehauptung, ne, was wir hier sehen, oder wo Sachen noch so ein bisschen tricky ist, wo man sich so ein bisschen sich zum Beispiel selber manipuliert fühlt, das hat noch immer eine Rolle indirekt, gerade im zwischenmenschlichen Kontakt, wenn es so kann ein Partner sein, können auch Freunde sein, es sind Einzelpersonen. So, dass man da noch das Gefühl hat, dass man sich noch stärker behaupten muss. Dass man noch zeigen muss, was man alles kann. Ne, weil die Herrscherin, die erschafft, ne, das ist jemand, der neue Dinge ins Leben ruft. So. Und das kann sein, dass gerade dieses Thema der Selbstbehauptung mit den 7 der Stäben sich selber durchsetzen, dass es in dem Bereich noch aktiver ist. So, aber dass es für dich gerade in diesem Bereich, weil da noch so diese Reste drin sind, ne, wo noch so die letzten Mechanismen drin versteckt sind, jetzt ganz wichtig wird, diese Haut endgültig abzulegen und auch da die Struktur hinter zu durchblicken. Ne? Deswegen hast du den Saturn hier liegen. Der Saturn spricht ja eigentlich, das ist so jemand, der, wo es um Regeln geht. Es gibt aber auch das Phänomen, ne, das ist nämlich auch eine Saturn-Energie, dass es unausgesprochene Regeln gibt, gerade wenn es um die weibliche Rolle geht in einer Beziehung. Trifft natürlich auch die männliche Rolle zu, das hat es auch, aber wir haben ja nur mal die Frau hier liegen, also geht es ja auch um weibliche Elemente. So, das kann auch sein, dass das hier noch eine Struktur drin ist. Das heißt, guck da ruhig noch so ein bisschen rein, ob dieses es ist nicht ganz manipulieren, aber es ist auch nicht richtig. Es hat was, wo man von nicht richtig vertrauen kann, nicht richtig auf sich vertrauen können.
ne? Noch nicht vollständig. Zu vielen Teilen ja, aber manchmal noch nicht. So, und das hat auch was damit zu tun, was für eine Struktur hier vorliegt. So, weil das der Wirkmechanismus dort raus ist. So, und gerade weil du hier dieses Element hast mit, du kannst es nicht allen recht machen, pass auf deine Energie auf. Das ist nochmal so ein Hinweis, wo sozusagen nochmal der letzte Teil an Lernaufgabe, könnte man schon fast schon sagen, ne? Oder ein innerer Balanceaufbau drinsteckt. Gut. So, meine Lieben, das war meine Lesung für euch. Wenn euch das geholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wie immer unten in die Box rein. Und wenn ich die Glocke, das muss wieder sehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal und habt eine wundervolle Rauhnachts- und Festtagszeit.